So, jetzt, ich habe jetzt hier letztens ein, zwei Mal einen Kommentar gelesen, da haben dich Leute so richtig beleidigt. Einfach so? Also richtig. Aber warum das da verflachmaten? Keine Ahnung. Aber warum bestimmt so kleine Pisser, ne? Ich weiß nicht, die, man sieht die ja nicht. Ja, da hätten sie Bild schicken müssen und vielleicht die Adresse. Oder man hätte sich mal treffen können auf einen Kaffee. Könnte mir das dann persönlich sagen. Kleinen Pisser, weißt du? So, müssen doch den Mumm haben, die Eier haben, müssen du mir sagen. Also so. Du bietest jetzt ein persönliches Treffen an mit ja, denen. Klar. Können wir, ja, kein Problem. Vielleicht ist er noch so eine coole Rapper, weißt du? Vielleicht sind er so Arschkriecher wie der eine Fuzermann da. Ja. Ja, vielleicht sind er, vielleicht wohnen die auch hier neben dem Dieter Bohlen sitzen. Ja, kann ja sehen. Vielleicht ist das so eine Abteilung. Ja. Überhaupt ja kein Thema. Kriegen die mal ein Lehrstündchen. Ja. Und wenn die läppisch werden? Wenn die läppisch werden? Ja, die können, lass sie läppisch werden. Zeig ich dir mal, wo der Hammer hängt. Was heißt das denn? Ja, eine deutsche Eiche. Wie? Ja, wie? Man weiß, was Eiche ist, ne? Kriegst nicht kaputt. Ja. Er kam, er siegte, er ging. So ist das. Genau, an nichts anderes. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ne? Wenn wir zu sagen haben. Ne? Also richtig läppisch. Ja. Was soll das da? Und so. Ja, was soll das dann? Soll jetzt kommen, zeig uns, was das soll. Ne? Die Pappnase. Ja, das ist ein Laberköpfe. Ja, ist klar. Nein. Ist anonym, wie immer. Haben sie all die große Fresse, weißt du? Dann willst du das sagen hören. Ah, komm mir ab. Sind so kleine Fuzis sind da. Die haben den Knall in Afrika noch nicht geholt. Wieso denn in Afrika? Hör mal auf in Afrika jetzt hier. Ja, das meine ich jetzt nicht so, dass wenn Afrika scheiße ist. Nee, der Knall, das ist ein Sprichwort, hallo? Knall hier und hört man nicht, so ungefähr, ja. Okay, das ist dasselbe, wenn ich das sage, ich schau da in der Rennen, brauchst du 10 Paar Tonschuhe für zu bremsen. Kannst du auch nicht sagen, muss ich mir jetzt 10 Paar Tonschuhe kaufen oder was? Ja, das sind so Sprichwörter. Ja, du musst du Kölsch sein, du musst das verstanden können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist das Alter. Du musst der Kölschen Sprache mächtig sein. Alles klar. Ja? Ansonsten musst du auf die Köln-Akademie gehen, da lernst du das. Wo ist die denn? Ja, die muss sie irgendwo da hängen sind, da am Gesundheitsamt da. Irgendwo muss sie da in der Ecke, muss sie da hängen. Irgendwo da, ja. Die Kölsch-Akademie. Da liest du original Kölsch, das ist noch nicht normal, ne? Das haben wir früher mitgekriegt auf der Straße, und wir haben, weil wir immer Kölsch gesprochen haben. Heute müssen sie dafür in die Schule gehen, um das zu lehren. Das ist nicht normal. Das ist meine Freude, also ich, das ist schon traurig, und das Traurige noch. Ne? Die kölsche Mundart, diese Sprache, ist eine Kultur, die gehört zu Köln dazu. Eine kölsche ist eine Kultur. Ja gut, aber da kannst du jetzt, ich sag mal, in London nicht viel mit anfangen mit Kölsch. Auch in London verstanden die auf jeden Fall Kölsch. In Afrika verstanden die Kölsch. Schon wieder Afrika? Ja, oder weiß ich, oder in Dubai verstanden die auch Kölsch. Keine Ahnung, ja. Hallo? Ja. Kölsche Sprache ist überall bekannt. Cologne, hör das Hupen auf der Inge. Was hupst du hier rum? Vogel. Nee, weißt du, Kölsch ist Cologne. Jeder versteht Cologne. Ja, also, ist doch, siehst du, weltbekannt. Ja, also, muss man drüber reden. Cologne ist international, jung. Glaub mir das. Ja. Hast du sonst noch Fragen, jung? Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, green Sally down, last done start, gotta tell the